Hallo und. Blaskovic! Bist du mal still? Sind Sie wach da drin? Ja! Aber ich muss mich doch vorstellen. Ich meine, hallo und herzlich willkommen zu Wolfenstein, Dings, The Old Blood. Antworten Sie! Ja, ich gehe da jetzt mal hin. Der ist Murdochs da. Ja, ich bin hier, Wesley. Hallo! Gut. Ah, verdammt! Wir bringen uns hier irgendwie raus. Das hätte mir jetzt mitkriegen müssen. Ich hätte die ganze Zeit auf dem Treppen los. Was redet die denn drauf los? Weiß ich nicht. Und dabei mein Stecker nicht. Ist unglaublich majestätisch und schön dort. Hügel über Hügel. Soweit das Auge reicht. Mein Vater war dort mit mir manchmal wandern. Vor dem Krieg. Damals war ich glücklich. Er hatte immer einen Korb mit Brot und Käse dabei. Ein Bier für sich und eine Limonade für mich. Haben dort sogar einmal ein Fossil entdeckt. Am selben Tag bin ich auf einem nassen Stein ausgerutscht und habe mir den Fuß gebrochen. Das war der schönste Tag meines Lebens. Ich möchte so gerne noch einmal... Oh oh. Guten Abend. Oh oh. Holt ihn raus! Nein. Ich will mit ihm sprechen! Oh, guck mal hier. Oi. Scheiße, ey. Ei, Karamba. Jäger. Ich hoffe, ich habe es noch nicht voll reingequatscht. Ah, ich habe da ja auch schon reingequatscht. Ist ja nicht so schlimm. Aber ich wollte euch noch was zeigen. Das wollte ich euch überhaupt nicht zeigen. Macht das weg. Geh weg. So. Ich habe noch was gefunden. Ich habe eine Notiz, habe ich gefunden. Ne? War das die? Nee. Was habe ich? Ich habe da so einen Brief Helgas, gefunden. Helgas Brief. Sieht man denn die Briefe? Sammelbares. Briefe. Briefe, da. Hä? Ich hab doch einen Brief gefunden, oder nicht? Ja, da stand Helgas Brief gefunden. Habe ich den nicht aufgesammelt? Ja, weiß ich nicht. Ach, kann man die vielleicht immer nur... Man wurde weiß. Nicht enthüllt. Nee, ich hab's irgendwie... Naja. Gut. Es kann aber sein, dass man immer nur... Warte mal, ganz kurz... das ist jetzt Kapitel 1 Gefängnis. Ah, und es kann sein, dass ich das hätte vorlesen müssen. Genau, in der als Vorgeschichte. Es gefunden hat, ist ja richtig. Genau. Das wird immer pro ja, genau. Sektion. Ich dachte zwar, man kann da immer noch mit rauf und runter wechseln, aber das habe ich jetzt irgendwie nicht gefunden. Fast geklappt. Ja. Aber immerhin schon mal was zum Hauen. Immerhin habe ich schon eine Waffe. Zwei Waffen. Und ich kann so tun, als wäre ich ein U-Boot. Nee, du hast einen Hammer und einen Meißel. Was? Ich habe ein Rohr. Ja, und einen Hammer und einen Meißel. Guck da oben, ach hält so, er das ja, so. Cool. Rohre, Tutorial. Ich brauche doch kein Rohr-Tutorial. Mich verarschen. Du machst jetzt ein Rohr-Tutorial. Nein, ich mache kein Rohr-Tutorial. Ich kann das so. Was muss ich denn damit machen? Ich glaube, du musst die Wand aufbrechen hinter dir. Einfach irgendeine. Ja, da so einen Spalt. Drücke und halte zum Klettern abwechselnd R2 und L2. Das ist ja cool. So, das hatten wir auch schon. Du musst gedrückt ach, halten. Genau. Jetzt hat es raus. Oh! Das ist schwer für mich. Keine Ahnung warum. Oh, oh. Die Maschinensoldaten hängen an diesen Kabeln. Wenn ich den Strom abschalte, gehen sie vielleicht aus. Ja, gut, Vorsicht, der guckt gleich. Hängen an diesen Kabeln. Kann ich die denn ausschalten? Stimmt, da hinten. Wo der ist? Nee, vielleicht da, vielleicht. Hihi. Das hat nicht gereicht. Geh auf. Sofort. Der macht sich wieder an, oder was? Muss ich das noch irgendwo machen? Hm. Ah. Er hat jetzt halt auch nicht gesehen, was passiert ist, ne? Du kannst das jetzt hoffen, wenn du da wenn du ihn siehst. So. Genau. Ach so, so dass der dann... Na. Da kannst du mich gucken. Aha, Moment. Dahin. Überwältigen. Ah. Knack. Gib mir your machine gun, man. Ich habe schon ein Totenkopflabor angesehen.
Aha. Jetzt kannst du da rein. Wartet aber mal ganz kurz. Ich hoffe, das ist okay für euch, aber ich muss jetzt hier mal ganz kurz. Ja, warum nicht? Gucken. Da hinten waren wir noch gar nicht, ne? Nee. Weil ich hab ja nichts mehr. Ich habe keine Rüstung und so. Ja. Keine Gesundheit. Genau. Ich kann ja jetzt nicht einfach hier alles ignorieren. Yes. Okay, da kann man nicht durch. Da kann man nicht durch. Das interessiert auch nicht mehr. Ich hoffe, ich muss jetzt die Tür nicht nochmal kurz schließen. Doch. Aber es ist nicht immer was in der Links von. Muss ich doch? Ja. Was denn links von mir? Das, da war so eine Schalltafel. Also wenn du dich jetzt recht, also da, genau. Das hier? Ja, ich dachte, ja, das sind so Stromkästen, okay. Nur, ne? Um, glaube ich, nur mal zu verdeutlichen, ja, dass hier halt alles über den Stromweg läuft. Gut. Hätte ich auch mal vorher machen können, mich da hinten umgucken, aber... Ja, ich war ja gerade ganz überrascht, wie smooth das alles lief. Kann ja nicht dann an. Nein, ich geh zurück. Ja, schon, ja. Der Typ auch da, da ist aber hier. Genau. Dann drücken und dann. Gut. Da ist aber noch einer. Falls ihr mich sieht, bin ich irgendwie bewaffnet, ne? Yep. Das scheint so ein Fontengal zu sein, dass der liegt. Ach, guck mal, da ist der. Finde ich ja super. Ne? Denkt er sich so, ach, weißt du. Ist halt so. Okay, das ist ein bisschen weit weg. Oh nein, schmeiß die Waffe weg. Schmeiß die Waffe weg. Schnell, R3 drücken, R3 drücken. Jetzt, ja, hat doch geklappt. Stopp. Kacke, ich nehme wieder die Waffe mit. Da kannst du dein Rohr wieder nehmen. Nee, das war wieder die Waffe von dem. Nee, die Schock brauche ich nicht mehr. Kann ich denn jetzt hier... Achso, das kannst du spätestens an der Tür, oder so? So, Dreck. Bringt mir ja nichts. Kann ich ja eh nicht mitnehmen. Nee. Völlig unnötig. Kropfzoll. Genau, brauche ich nicht. Ich brauche hier nur mein Rohr. Oh, dann klar. Ich direkt gesehen. Oh, und da hinten noch jemand. Oh, das ist ein... Gesundheitsding. Ja, ja. Okay. Da hinten, ich hoffe, du schaffst das. Da, guck mal, der ist da hinten. Oh nein! Oh Gott! Oh. Den auch. Oh nein, der hat dich. Was war das denn? Die habe ich ja überhaupt nicht gesehen. Auch nicht, das war mein Fehler. Ich dachte, du könntest den jetzt da hinten. Okay. Oh, sorry. Bin ich denn jetzt? Na, da. Hier, das ist ja super. Gut, das lasse ich hier liegen, das brauche ich noch bestimmt. Da kann ich aber nicht durch, ne? Nein, nee, kann ich nicht. Vielleicht musst du das benutzen als Medishop und dann die Hunde schnell platt machen, so quasi. Weißt du? Also solange du ihn hast. Kann man sich aber auch anschleichen bei den Hunden. Ah ja, super. Cool. So, das kann man auch essen übrigens, das Hundefutter, wenn es einem schlecht geht. Okay. Das war auch schon am anderen Teil so. Kommst du bis da hin? Oh, oh, was okay, ist da? Da hinten ist der. Ja, du kannst dann da durchgehen, das ist eine gute Idee. Okay. Ja, super. Oh, da kommt sein Bruder. Das ist nicht schlimm, der hat keine Power mehr. Das ist auch nicht schlimm, ne? Genau. Okay. Kacke, da war links von mir noch einer. Ja. Das muss man aber gut timen, ey. Das, oh, das wird schwer. Da muss man echt ein gutes Timing haben. Aber machbar. Alles machbar. Auf jeden Fall schon mal eine coole Aktion mit den Hunden. Ich jetzt ich mag Hunde. So, schleichen wir uns jetzt rüber. Oh, wieder bang, bang. Kill the doggies very quietly. Oh, das war aber wirklich... Da hat mir aber der Knüppel besser gefallen. Oh, war fies. Das sind keine Hunde mehr. Ja, das sind schon lange keine Hunde mehr. Lass dich nicht foppen hier. Es sind auch keine Menschen da vorne. Das ist gerade gegangen.
It's all nothing but a bunch of shitty heads. Gut. Das ist hier der große Kreisläufer. Jetzt kommt der da hinten aber, ne? Siehst du, ja. Gerade geht der jetzt los. Vielleicht kannst du den ja so. Geht der aber weg. Jetzt kommt der andere. Warte, wenn der gleich hinten wieder rumgeht, dann könntest du quasi. Ich kann hier aber jetzt nicht gucken, weil der guckt gerade. Mal. Der kommt doch gerade hier. Jetzt geht der wieder da. Ja, genau, dann geht der da rum. Mhm. Oh, okay. Oh nein. Ich hab das nicht gesehen. Ich glaube auch. Oh, das ist jetzt nett. Weg. Dann kannst du den aber machen. Ist aber schnell. Wie viele das sind? Folgen ein bisschen. Ja, ich muss die anderen zwei auch noch im Blick behalten. Mhm. Ich kann hier oben immer gucken. Wenn man den so nicht sieht, sieht man die Schnur zumindest. Das stimmt. Da hinten ist schon mal wieder eine Batterie. Und da kommt wieder einer vor uns. Ja. Also kommt. Guck mal, der geht den ganzen Weg lang. Der geht den ganzen Weg. Guck mal, jetzt kannst du den zum Beispiel machen. Aber das schaffst du, bevor der bei dir ist. Ja. Da ist er. Auch nicht schlecht. So, ich warte noch mal kurz hier. Ja, genau. Da kommt der nämlich wieder zurück. Ich würde gerne, dass der letzte ist. Genau. Dann ist der vorbei. So, die sehen sich ja eigentlich nicht mehr um. Guck mal, der kommt jetzt. Der dreht sich, aber der geht jetzt raus. Ja, sehr gut. Okay. Nein, da hab ich. Oh! Was für eine Kacke. Ich hätte nicht sprinten dürfen. Oh. Fuck. Ach guck mal, das kannst du vielleicht schaffen, da rauszugehen. Okay, oder? Nee. Kann ich vergessen. Quasi an dem versuchen vorbeizulaufen, damit du eine Waffe bekommst, ne? Ja. Ich weiß nicht, ob die überhaupt hier reingucken können mit ihren Schläuchen da. Weißt du? Aha. Die mich wieder vergessen. Ja, die haben dich vergessen. Nein, der. Aber das ist gut, gute Taktik. Wenn du dann steigst, dann schafft das nicht. Oh nein. Dann kann ich weiter. Hey. Ich kann wieder eine halbe Pfeile schon zurück. Da hinten, das ist mein Problem. Ich weiß nicht, wo der da hinten ist, der die ganze lange Strecke läuft, weißt du? Das ist der, glaube ich. Der geht auch nicht weiter. Nee. Jetzt hat er umge- ja, das ist der, so, okay. Aber wo ist denn der andere? Ja, das ist probieren. Das ist gut gewesen. Das hast du echt hervorragend gemacht. Scheiß auf den einen, ne? Ui, das war echt schwer. Ah, da hast du das gesehen, wow. Meins. Okay, da unten da müssen wir runter. Wahrscheinlich lang, ne? Gibt's nix. Ach so, da musst du da runterspringen. Das
von der adäquaten Höhe. Das ist dann jetzt ja wieder jeder gesehen. Das ist doch doof. Ja. Ich auch. Ich hab gesagt, bei sowas kriege ich Gänsehaut. Ja. Ich hab hier die ganze Zeit Gänsehaut. Da stehen die Wachen. Oh. Ach Mann! Ha! Ich muss aufhören, das zu tun. Gut, hier geht's nirgendwo hin. Muss ich zu denen. Ach guck mal, die sind noch mit dem Rücken zu dir. Ich kann hier nicht lang. Muss recht sein. Ausrufezeichen. Ach, da oben, die Wand wieder hochkraxeln. Ach so. Das war aber eine angenehme Höhe. Ja. Zwei Knöpfe drücken, fertig. Das krieg sogar ich noch hin. Ah, eklig. Viel Zeug, Krabbelzeug. Ja, Krabbelzeug zu viel, das ist keine Raten. What the frickity frack was that? Gold? Da kommst du her, oder nicht? Gold entdeckt. Bestimmt Nazi-Gold. Ja. Was ist denn dreckig, der Tunnel? Da ist irgendwas passiert. Oh, hula, hula. Hey. Drücke R3, um Kisten aufzunehmen. Oh, voll drin, noch einer. Warum solltest du den Kisten aufbrechen? Ja, keine Ahnung. Damit die mir den Arsch raufreißen können, die beiden wahrscheinlich. Ja, die wollen das ja anscheinend. Ach, guck mal. Oder? Um so eine Waffe zu bekommen. Muss sehr, sehr langsam machen. Ich hatte dich nicht gesehen, weil der gerade hinter einem Balken war. Ich war zu weit vorwärts schon, um das abzubrechen wieder. Guck mal. Hier sind die beiden Schalter von denen. Ich habe aber irgendwie das Bedürfnis, dass ich die Waffe hier liegen lasse, weil ich bin da zu langsam. Ja, genau. Das will ich auch machen. Mal welcher ausgeht jetzt. Das ist für der hintere. Nein. Aber du kannst jetzt den anderen ausmachen, der ist ein bisschen weiter da gewesen. Ja, oder machst du? Das geht auch gut. Dann ab. Nee, das ist der andere. Der weiter hinten ist. Ich bin nicht mehr da. Du vergisst mich jetzt. Und ich schalte dich aus. Gute Nacht. Sleepyhead. Finde ich irgendwie echt total geil, diese Mechanik von dem Gegner. Ja, voll. So, ich habe halt irgendwie, muss ich immer diese dicken Waffen hier mitnehmen muss. Finde ich ein bisschen ätzend. Ja. Gesundheit ist voll. Ja, guck mal, die geben dir aber echt immer die Option durch die ewig krasse Gesundheit, die da rumliegt, dass du die auch im Nahkampf platt machst, ne? Also im Feuerkampf. Ja. Im Feuergefecht. Und hier ist wieder die Tür. Guck mal, da kannst du keine Kisten noch kaputt machen. Nee, die Schock brauche ich nicht. Ja, nur alles mit, bevor du durch die Kiste. Ich komm nicht mehr zurück, ne? Wahrscheinlich nicht, ne. Ja, ich hätte gerne Rüstung gehabt. Muss ich schauen. Richtig gerne. Hm. Ja, die Waffe nehme ich eh wieder nicht mit. Mm-mm. Oder? Vielleicht habe ich die jetzt, weil ich die jetzt einmal aus einer Kiste hatte. Stimmt, genau, du hast ja dieses Waffen. Kann sein, dass ich die ja jetzt dann irgendwie doch. Nee. Die passt halt dann doch nicht in die. Probier's jetzt. In die mal. Seitentasche. Das geht. Oh nein! Nein! Oh, I'm so stupid. Guck mal, vielleicht gab es ja wieder Gesundheit wenigstens. In der Kiste. Du warst zwar voll, aber jetzt ja nicht. Warte, ich bin ja eh voll. Hier. Das ist super. Nee, ich kann die Waffen nicht mitnehmen. Einfach nicht mitnehmen. Da ist Gold. Da liegt Gold. So. Oh, da kommt einer. Duck dich. Oder meinst du, du kannst ihn platt fahren? Ja? Nee, ich glaube nicht. Aber ich sehe nichts. Lass mal los.
Warum kann ich den mitnehmen? Ich frage das jetzt einfach mal. Ja. Ich denke, dass man das muss. Aus irgendeinem Grund. Guck mal, vielleicht kannst du da loslassen, dann da raus. Du hast immer eine coole Deckung. Mach da auch. Da, die. Alles gut. Der Winkel ist nur eingeschlafen. Ich war nie hier. Das hab ich nie gesehen. Geh doch. Ich? Also nicht du, nee, der. Du noch nicht. Sowas würde ich nicht zu dir sagen. Geh doch. Was ist das denn? Ha. Das ist mein Weg. Wo sind da? Sieht so aus, sieht aus wie so ein Gang zum Hundezwinger. Ja, aber mit den Hunden komme ich bis jetzt ganz gut zurecht, obwohl die mich auch schon einmal umgebracht haben. Ja. Oh, da muss ich raus. Da ist eine Weste. Der geht gerade weg. Hier ist nichts. Ich muss eine weiter raus. Ich war hier falsch. Entschuldigung. Hab ich nie gesehen. So, jetzt ist er auch bis zum Ende. So, jetzt kommt er gerade wieder zurück, ne? Ist doch so. Ja, stimmt. Wir warten mal. Genau. Wir haben Zeit. Genau. Wir gucken uns jetzt die wunderbar blau leuchtende Tür an, bis das Geschepper wieder leiser wird. Ja. Moment, bin ich ganz froh, dass wir 100 Gesundheit und 65 Rüstung haben. Dann laufen wir wie die Motte zum Licht. Dann machen wir hier mal tickidigi-chack-chack. Genau. Hebelaktion. Also, aha. Also muss man auch wirklich auf den Hebel. Ja, es könnte mich das Leben kosten gerade, diese Aktion. Ach, der ist so lahm. Muss ja die auch noch aufbrechen. So, da sind wir wieder. Da kommt jetzt schon wieder so eine Schiene. Ah, guck mal. Sicher, ne? So. Weiß ja nicht, warum der da jetzt schon so hing. Aber wieder. Ja, bestimmt. Wir müssen jetzt den Strom bestimmt anmachen. Ah ja. Du bist ja clever, wa? Aber gut, dass er schon tot ist. Ja. So, ich glaube, hier kommen wir mit dem Aufzug auch nicht mehr hoch. Ich nehme jetzt mit, was ich kriegen kann. Ja. Vielleicht hält es ja auch für ein Sekündchen. So, die Waffe lassen wir jetzt unten, oben. Das Risiko gehe ich ein. Weil immer, sobald ich einen Knopf drücken muss, da lässt er eben alles fallen. Kannst du das da auch hinter dir die Kiste machen? Das ist ja echt mit Teilen. Wahnsinnig schnell aufzuhören. Ja, wahnsinnig. Ist aber echt kacke jetzt, dass ich die Waffe nicht bei habe. Das war ein Fehler. Ein blöder Fehler. Nein. Ihr seht mich nicht. Das ist nicht genau da. Dafür ist die Kiste da. Das Beste. Da. Jetzt kann man direkt mal nach Seilen Ausschau halten. Da. Wo ist die Batterie? Oh. Der das mal nicht hört. Der kommt, der kommt. Ach, ist so hoch. Okay, mach's dann. Oh, wie weit kann der gehen? Und hoch. Aber auf jeden Fall auch so. Das ist eine gute Idee. Oh Gott! Das habe ich eben gesehen. In den Augenwinkel. Naja, treffen tun sie sich wenigstens, fand ich. Nein.
bin weg. Wir sind weg. Oh, der, der. Ey, Ruhe, ich kann nicht rein. Wieder keiner. Gut, haben wir den Ding. Ich denke mal, das sollte eigentlich so sein, dass die mich nicht sehen, dass ich da hochgehe. Und dann kann ich halt, ne, dann hätte ich die überwunden können. Ah. Also zumindest den einen hier, weil seine Schnur endet ja da. Jetzt weiß ich nicht, ob die nochmal aufgeben oder nicht. Mal gucken, sonst muss ich mich umbringen lassen. Oder versuchen zu sprinten. Ja, das ist halt. Da müsste unten nochmal irgendwas kommen, wo ich mich verstecken kann. Sieht schwierig aus. Sieht sehr gerade aus. Ah, wir konnten bestimmt den einen schon kaputt machen an dem Aufzug hinter dem Aufzug. Können wir den Strom wieder ausgeben? Ja. Sollen wir das mal versuchen, da hinzukommen? Ja, machen wir. Genau da. Ja, ja, genau. Oh, da kannst du rein. Huhu. Hui. Danke. Das war eine super Idee. Vielen Dank. Ah. Naja, noch ist ja nichts geschafft. Ist nicht aller Tage. Aber dafür vergessen die einen jetzt bestimmt. Ja, das glaube ich halt auch. Weil die konnten mich durch die Bretter halt die ganze Zeit sehen. Genau. Geh zurück. Ja, jetzt hat es sich umgedreht. Oh. Boah. That is very shitty. Okay, der geht jetzt weg. Ja. Gleich. Der andere kommt. Ja. Und wenn der dann wieder weggeht, dann muss es ganz gut sein. Warte, warte. Ja. Nö, da kannst du rein, vorne rechts. Wo, vorne rechts? Da, rechts unten. Da, genau. Danke. Ja. Ah, Rüstung. Kein Leben, aber Rüstung, immerhin. Ach, guck mal, da, warte, da, genau, da ist der zum Ausmachen. Da kann ich raus. Nee, da ist die Tür, oder? Oder für den? Ja, stimmt. Vielleicht für beide eventuell. Ich glaube fast nicht. Ah, dumm gelaufen irgendwie ein bisschen alles. Er ist ja noch am Leben, aber nicht so souverän. Ich glaube, der ist ja nur so ein Putzer. Ja. Ich glaube, der ist mit ausgegangen. Aber muss jetzt auch nicht nochmal geguckt werden. Nein. Hat ja nichts für mich. Oh. So, ich würde sagen, ich habe jetzt zwar nicht ganz das erste Kapitel geschafft, aber wir haben schon eine Menge gesehen. Und ich würde sagen, ich verschnaufe jetzt mal kurz, nutze den kleinen Zwischenspeicher und wir sehen uns bald wieder. Jawohl. Bis dahin, bye bye. Auf Wiedersehen.